Wir tauchen heute noch etwas tiefer ab in das Thema Bremse. Jede Scheibenbremse und jede Trommelbremse wird heutzutage mit einem ABS-System ausgeliefert. ABS steht für Anti-Blockiersystem und ist Standard in jedem Pkw und natürlich auch in jedem Nutzfahrzeug. Wie genau nun arbeitet dieses ABS-System? Das ABS-Polrad sitzt direkt auf dem Radlager und folgt somit der Drehbewegung des Rades. Der ABS-Sensor sitzt unmittelbar vor dem Polrad. Und nun stellt sich die Frage, wie sieht es im Inneren dieses Sensors aus? Ich versuche mich mal an einer Skizze, einer abstrakten Skizze. Im Inneren des ABS-Sensors finden wir den Polstift in einer Kupferwicklung, verbunden mit einem Permanentmagneten. Und das Magnetfeld des Permanentmagneten reicht bis in das Polrad hinein. Und mit der Drehbewegung des Polrades und dem damit einhergehenden Wechsel von Lücke zu Blech, Lücke zu Blech, ändert sich auch das Magnetfeld. Und ein sich änderndes Magnetfeld induziert in der Kupferwicklung eine messbare Wechselspannung. Wenn das Rad nun steht, wird keine Wechselspannung mehr erzeugt. Das erkennt die Elektronik, reduziert den Druck im Bremszylinder, bis das Rad wieder frei laufen kann. Und wenn Ihnen das jetzt allzu viel trockene Materie war, bleibt mir nur, Ihnen ein Glas Wasser zu empfehlen. Denn gänzlich ohne Physik leider kein ABS. Wir wünschen Ihnen eine allzeit gute und vor allem sichere Fahrt mit Anhängern und Aufliegern aus dem Hause Krone.